Guten Morgen. Ich zeige euch jetzt die beste Creme, die es gibt auf diesem Planeten. Und das Gute ist, es kostet nichts. Ihr könnt es selber machen. Das da hier wollt ihr sehen. Und zwar, was drinnen ist. Und zwar, das da hier wird aus der Milch gemacht. Das ist der Rahmen der Milch. Und das Ganze macht ihr so. Ihr lässt die Milch, also wieder die Rohmilch, na, ich habe mehrere Videos dazu gepostet, schaut euch das einfach an. Die unpasteurisierte, frisch, am besten selber gemolkene Rohmilch, oder falls ihr jemanden kennt, der Tiere besitzt, das lässt ihr draußen stehen bei Zimmertemperatur. Die Milch darf nie in den Kühlschrank gestellt werden, sonst geht es leider nicht. Und die Milch muss unpasteurisiert sein, sonst geht das auch nicht. Das heißt, im Supermarkt bekommt ihr das nicht. Das müsst ihr leider von einem Bauern selber holen. Und du hast mehrere Vorteile, wenn du ständig Rohmilch kaufst. Zum einen trinkst du es, das ist super gesund zum Trinken für den Verdauungstrakt. Es heilt, es reinigt und so weiter. Und mit dem Überschuss, so mache ich es immer, lasse ich so ein wenig stehen, lasse es fermentieren, bis sich die Milch spaltet. Nach 1 bis 2 Tagen, je nach Zimmertemperatur, spaltet sich die Milch. Der Rahm steigt auf. Ja. Ungefähr 70% der Milch ist ja Molke. Sogar mehr würde ich sagen, 80% der Milch ist Molke und 20% ist Rahm. Der Rahm bleibt oben stehen, also der steigt auf. Das ist das dicke, weiße, cremige. Übrigens, das Wort Creme kommt von daher. So wie auf Englisch Cream. Rahm heißt auf Englisch Cream. Das heißt, die Leute haben das früher immer schon gewusst. Ja? Nur wir haben es jetzt wieder verlernt. Na? Jetzt ist alles viel kommerzieller. Wenn das einen Preis hätte, ich sag's dir, das würde $5.000 locker kosten können, wenn es wollte. Wenn ihr schlechte Haut habt, ja, oder kleine Fältchen, wenn ihr Falten habt, das geht sofort weg. Probier es einfach aus, das geht sofort weg. Und bitte hinterlasst ein Feedback, ein kurzes Review. Ich mag es, ja. Ich teile gerne kostenlose Infos, ganzheitliche und so weiter. Ich habe ja auch über die Augenübungen. Mehrere Leute haben mir bisher schon gedankt. Danke, ich muss nie wieder Brille tragen und so weiter. Und das freut mich, wenn ich das lese, ja. Und die Funktion dahinter ist ja so: Dadurch, dass du die Rohmilch stehen lässt, ja, beginnt sie zu fermentieren. Das heißt, die eigenen Bakterien vermehren sich. Es wird sozusagen vorverdaut. Also es ist voll an Bakterien. Und das in Kombination mit der Creme, die im Rahmen vorkommt, also mit dem hohen Fettgehalt und ihr wisst ja, die ganzen, das Wertvolle der Milch befindet sich ja im Rahmen. Aus dem Rahmen macht man ja Butter und Käse und Topfen und so weiter. Und also es ist die Mischung aus vielen lebendigen Bakterien gemeinsam mit dem hohen Fett- und Eiweißgehalt, die das eben machen. Ja. Und lässt es, also schmiert es einfach auf, ja, und lässt es eintrocknen. Also bis es eingetrocknet ist, dann seid ihr fertig. Und dann guck mal in den Spiegel und schau, wie deine Haut danach ausschaut.